So, Handys kommen zurück, weil reden ist schwer. Aber wir spielen jedenfalls die Sword und Ihr wisst, was wir spielen. Ihr habt den Titel gelesen, leckt mich am Arsch. Wir machen jetzt weiter. Wir wollen diesen Boss hier besiegen. Der hier oben irgendwo war, ich weiß jetzt gerade gar nicht wo. So genau. Doch, doch, jetzt hier, ich weiß wie. Ich weiß wo. Bla. Boah, das ist echt schlimm gerade, was das Reden angeht. Ja, ich sehe schon, ich wollte es eigentlich viel früher sagen, aber jetzt seht ihr es jetzt ja eigentlich schon, ne? Schwert. Ich lasse mich treffen, halt ich mal zu. Wow. Ja, nee. Fängt echt gut an. Also, top. Kann dann nur gut werden. Kann dann nur gut werden. Ich habe schon ein bisschen mit dem auch geübt. Hab zwei, drei Gegner noch kaputt gekloppt. Mehr habe ich nicht geübt. Ja. Und habe ihn auch schon geupgradet sogar. Tatsächlich. Und ja, bin sehr zufrieden damit. Auch jetzt gerade. Den Boss habe ich natürlich noch nicht wieder versucht, ist ja klar, sonst hätte ich es ja aufgenommen. Das wäre irgendwie dämlich, ihn zu versuchen, ohne aufzunehmen. Aber ich habe schon ein paar Gegner, wie gesagt, geklappt. Und ich sterbe hier echt kaputt, gehe ich. Mann, ich muss echt aufpassen. Jetzt habe ich schon noch drei. Ach, ich könnte eigentlich. Eigentlich könnte ich auch direkt wieder aufgeben, aber warum eigentlich, ne? Ich meine, ich habe eh nichts dabei. Also ein bisschen was, ne? Aber nicht viel. Deswegen, ich versuche es jetzt, und wenn es nicht klappt, versuche ich es halt nochmal. Und die Laufwege schneide ich natürlich raus. Bla bla. Ihr kennt das Spiel. So, willkommen. The Queen of Smiles. Wie gesagt, der Boss war ja eigentlich schwer. Ich weiß nicht, ob er noch schwerer wird im Verlauf des Kampfes, aber. Naja, wie auch immer. Okay. So, einmal durchrollen, genauso war das. Ja, der Schaden hat sich ein bisschen erhöht, ne? Weiß nicht, kann ich auch so einen aufgeladenen. Macht das mehr Schaden? Weiß ich nicht. Ich mache auf jeden Fall wesentlich mehr Schaden als vorher, wie man vielleicht sieht. Oh, das war ein unerwarteter Angriff. Okay. So. Okay, jetzt habe ich schon. Warte mal, ich bin seitdem nicht gestorben? Das überrascht mich jetzt gerade am meisten. Ich habe mein Salz tatsächlich wieder zurückbekommen. Wow. Das ist heftig. Okay. Die könnte ich jetzt tatsächlich schon schaffen, ne? Weil die ist echt nicht schwer, der Boss. Die ist echt nicht schwer, der Boss. Na, ihr wisst, was ich meine, ne? Weil der Boss ist trotzdem nicht schwer. Echt nicht. Der geht voll klar. Ich habe halt echt nur viel zu wenig Schaden gemacht. Und jetzt mache ich. Entweder zu viel Schaden oder ausreichend Schaden, weiß ich nicht. Vielleicht auch ein bisschen zu viel, weiß nicht, aber ich habe ja halt schon zweimal geupgradet, wie gesagt. Mit den Haarlocken, ja, mit den Haarlocken. Weil die Haarlocken sind, wie gesagt, das beste Upgrade-Material der Welt und ich schaffe den Boss dann anscheinend doch nicht. Ich brauche die fünf Flasks, sonst wäre das nichts. Ja, ich stelle mich direkt rein, weil ich werde gerne getroffen von. Okay, dann war es halt doch nur ein Übungsversuch. Aber ich hätte es schaffen können, hätte ich mich angestrengt. Ich meine, ich habe mich angestrengt, aber ich hätte mich mehr anstrengen können, okay? Hopp. Oh Gott, ja. Es ist aber schon über 12 tot, ja? Muss man mal sagen. What the fuck war das für ein Angriff? Okay, jetzt schmeißt sie noch mehr Schwert und jetzt macht sie noch irgendwelche Windräder. Wie heißen die Teile? Windmühlen, Alter. Ich bin echt so, wow. Ich bin so wow. Ja, absolut. Ja, und es ist echt. Es hätte was werden können. Wurde es aber nicht. Und ich trinke gerade nochmal. Wie bescheuert bin ich. Ich hoffe, das wurde mir jetzt nicht abgezogen. Ist mir egal. Wir sehen uns hier gleich wieder. Hoffentlich mit allen Flasks. So, hier bin ich auch schon wieder. Grandios. Ich habe jetzt mich ein paar Mal treffen lassen schon. Und das bisschen halt jetzt aber noch von so einem. Dings halt, ne? Ihr wisst schon. Genau. So, diesmal strenge ich mich noch ein bisschen mehr an. Auch wenn es nicht so große Probleme machen sollte eigentlich. Weil diesmal habe ich mehr Flasks und bla und blub. Wie auch immer, ich strenge mich trotzdem ein bisschen mehr an. So. Am Anfang kann man auch noch gut die aufgeladenen Angriffe drauf machen, weil sie sich nicht umdreht nach diesem Angriff. Da ist ein bisschen weg. Auch nicht. Ausweichen ist eh überbewertet, wie ihr vielleicht wisst. Außerdem bin ich generell schlecht. Und wow. Das war unnötig. Das war richtig unnötig. So, einmal durchrollen. Ja, jetzt dreht sie sich auch schon um. Aber ich habe sie gestaggert. Wow. Okay. Mein Salz habe ich auch schon wieder. Grandios. Kann ich mich gar nicht beschweren. Scheiße. Okay. Aber ich hasse es, dass sie sich so umdreht. Das ist das Schlimmste eigentlich. Okay, am Ausweichen weg. Upp.
Okay, ich bin jetzt ein bisschen ruhiger, weil ich wirklich das jetzt schaffen will und so. Klingt logisch, finde ich auch. Wisst ihr, das ist voll schlimm, weil ich die Musik nicht höre. Das, was daran noch viel schlimmer ist, ist einfach das Gefühl, dass man nichts hört. Und zwar damit meine ich nicht, dass ich nichts höre, sondern dass ich das Gefühl habe, dass ihr auch nichts hört. Deswegen ist es noch viel schlimmer, wenn ich nicht rede, weil ich dann echt denke, dass ihr halt gar nichts hört. Was noch viel schlimmer ist, als wenn ihr nur den Ingame-Sound hört und ich halt nicht gerade rede. Und das macht mich voll fertig. Und ich sollte jetzt mal kämpfen und nicht hier über Sound reden. Meine Fresse. Ist echt schlimm mit mir, ne? Echt schlimm mit mir. Trinken. Ja, ich stelle mich direkt rein, weil das macht gern. So, Hobby. Aufgeladen. Weg. Wupp. Ausgewiesen. Grandios, nicht wahr? Finde ich auch. Okay. Oh, fuck. Okay. Shit. Aber ich habe noch 3 Flasks. Das sollte jetzt klappen. Sollte jetzt auf jeden Fall klappen, eigentlich. So, ausweichen. Aufgeladener schwerer Angriff. Durch. Noch ein. Scheiße. Okay, noch ein Flask. Ja, lass dich treffen, Booster. Du bist fast gestorben. Ich hasse dich so sehr. Ja, so rede ich mit mir selbst, Leute. Richtig respektlos und so. So. Ich hab den falschen. Boah, ich drücke immer die falsche Taste. Ich wollte gerade angreifen. Ich schwöre euch, ich wollte angreifen. Aber nein, ich trinke einfach einen Flask, obwohl ich volle Leben hatte. Ich raste aus. Ich muss die Steuerung langsam echt mal auf die Reihe kriegen. Weil ich habe einfach so krass die Souls-Steuerung im Kopf. Die ganze Zeit. So, ich nehme jetzt eine Red Shard. So, gut, stirb am besten, Toaster, stirb einfach. Weg, trinken. So, keine Flasks mehr. Ich schaffe das jetzt nicht mehr, einfach nur, weil ich eine Flask getrunken habe, glaube ich. Also aus Versehen halt die eine. So, ich kann sie auf jeden Fall damit staggern. Oh, dieser Windmühlenangriff, ey, der ist schlimm. Auch wenn er eigentlich gar nicht schlimm ist. Ja, das ergibt Sinn, ich weiß. So, scheiße, falsche Richtung, leck mich. Okay, und durch. Nein, nicht schon wieder falsche Richtung, was ist denn los mit dir, Toaster? Ich hasse dich. Jetzt ist es nicht wieder. So, das dritte, beziehungsweise vierte Mal, wenn wir das aus dem letzten Part dazu sehen. Fantastisch. Wie wär's mit diesem Mal? Vielleicht schaffe ich es ja diesmal, vielleicht auch nicht, wer weiß das schon, ich nicht. Aber ich hoffe es, wirklich, ich hoffe es. Wow, das war... krass, scheiße positioniert von den Schwertern her. Da waren echt, halt echt viele, an echt vielen Seiten und so, bla. So meine ich das. So. Aber manchmal sind die halt echt so, dass die einen quasi kaum treffen. Aber manchmal muss man sich halt echt sehr genau, detailliert, genau. Hier. Ich hasse dich. Bis gleich. Ja, und so verdiene ich 4.420 Salz für immer. Ja, deine Mutter. Und der nächste Versuch. Yay, vielleicht habe ich diesmal nicht direkt am Anfang. Aber ich meine, was habe ich schon so verdient? Mittlerweile hat sie ja eh mein ganzes Salz geklaut, Alter. Ich könnte kotzen, echt. Das hat mich jetzt echt gerade ein bisschen angepisst, was da passiert ist. Immer nur ein bisschen. Scheiße. Ich hasse dich. Weg. Na, weg. Okay, werd halt noch aggressiver als sonst. Ja, komm, weißt du was? Ich sterbe eh gerade wieder. So, trink mal bitte. Wow, ich bin so unglaublich schlecht geworden. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber meine ganze Konzentration ist gerade im Eimer. Und so einem Mal auf das andere und so. Ich kann noch schlechter sprechen als vorher. Ich kann heute schon den ganzen Tag anscheinend nicht sprechen, aber gerade noch viel schlimmer. Ja, super. Meine 400 Salz oder so zurück, ey. Super, toll. Ich will die 2400 auch gar nicht. Waren echt voll unnötig eigentlich. Okay. Hab ich nochmal treffen lassen. Fantastisch. Okay. Ich kann es auf jeden Fall staggern. Das ist schon mal schön. Also so manchmal nicht, ne? Aber manchmal kann ich das staggern. Das ist schön, glaube ich. Ja, mach doch noch öfter diese scheiß Schwertwerf-Aktion hier. Ja, ich wollte ja gar nicht da durchrollen. Nee, war nicht mein Plan.
Du, ja, nee, roll halt nicht. Ist eh überbewertet. Weil ich krieg gerne Schaden eigentlich. Ich sag das immer nur so, dass ich mich darüber aufregen soll. Ja! Ich konnte ja nicht mal mehr rollen. Ja, fick dich. Ich bin wieder hier. Ich habe sogar schon eine Flasche getrunken. Toll, oder? Das heißt, ich habe jetzt noch 4 Flaschen für den Boss. Weil das ist dann natürlich umso besser, denn ich brauche die ja eh nicht. Ich kann kotzen. Aber nur ganz dezent. Ja, ich bin jetzt eigentlich auch schon wieder fast tot. Ich kann auch eigentlich direkt wieder aufgeben. Aber ich will jetzt doch gerade mein Salzfeuer wieder haben. Dann kann ich gerne sterben. Danach. Aber dann erst danach halt. Leck mich am Arsch, ja. Ich bin so gut in diesem Spiel. Ich kann kotzen, so gut bin ich. Ja, das ergibt Sinn, ne? Ich finde auch. So, ich habe einfach mal Salz wieder. Ich bin tot. Aber das ist mir scheißegal. Wir sehen uns dann gleich hier wieder. Und so. So, hier bin ich wieder. Diesmal ohne getroffen zu werden. Krass, oder? Das heißt, ich habe jetzt gute Chancen. Vielleicht werde ich auch nicht. Ich werde eh wieder verkacken. Früher oder später. Wahrscheinlich früher. So. Aber ich konzentriere mich ein bisschen. Weil das mache ich natürlich immer. Weil ich, ja, ich bin immer hochkonzentriert. Ich bin Toaster. Ich bin quasi ein Konzentrationsfrühstück. Was? Das ergibt keinen Sinn? Richtig. Ist mir scheißegal. So. Ich rede gerade gar nicht, oder? Ist mir auch aufgefallen, tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Aber das interessiert euch hier eh nicht. So, ich werfe jetzt Birian Feuertopf daneben. Ha, Bitch, stirb! Hast du Schaden bekommen? Das hat wirklich einiges an Schaden gemacht. Lass mich nicht mal hier nehmen. Guck mal, ich kann noch mal so hier zaubern. So, wusch! Wie viel Schaden macht das? Nicht so viel, ne? Das geht, ne? Ich mach das jetzt einfach mal ein bisschen. Komm, Magie ist immer cool. Vielleicht schaffst du jetzt mit der Magie direkt. Wer weiß, ich nicht. Ich benutze auf jeden Fall erstmal eine ganze Weile. Jetzt Magie. Dann trinke ich den Ausdauertrank und dann mache ich den Rest dann halt, ne? So, mit Nahkampf halt. Ihr wisst Bescheid. So, schießen wir noch ein bisschen drauf, bis ich eine ganze Menge Ausdauer verloren habe und dann will ich mit voller Ausdauer natürlich in den Nahkampf gehen, weil sonst wird das ein bisschen gefährlich, immer nur so ein bisschen. Aber immer auf Abstand bleiben, weil dann greift es auch gar nicht so direkt an. Anscheinend, ja, jetzt halt schon, aber gerade halt nicht. Aber auf jeden Fall weniger, als wenn man direkt vor ihr steht, das ist ja auch eigentlich logisch, aber naja. Deswegen ist es halt recht schön, dann mit Fernkampfattacken und so hier irgendwas zu erreichen. Ja, ich habe ihn schön in die falsche Richtung noch gelenkt, kurz vor Ende. Erinnert mich gar nicht an einen gewissen Molotov-Cocktail, nur dass sie diesmal noch genug Leben hat, um es zu überleben. Also von daher stört es mich jetzt nicht unbedingt. Und außerdem habe ich auch überlebt. Ich konnte sogar noch was trinken. Schön, ne? Finde ich doch auch. Okay, die andere Seite. Und jetzt muss ich auf jeden Fall langsam mal den Ausdauertrank trinken. So, und jetzt können wir in den Nahkampf gehen. Fantastisch, finde ich auch. Die Waffe bitte wechseln, so. Okay, Windmühle. Und jetzt konzentriert drauf mit einem starken Angriff. So, das war gut. Das war nicht so gut. Aber voll heilen meinetwegen. Ich habe noch einen Flask. Und tot ist er auch fast. Okay. So, hier stehen. Windmühle. Und starker Angriff drauf. So, weg. Heilen, 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 heilen. Keine Flasks mehr. Ich wechsle zu den Red Shards. Ich bin bereit. Jederzeit und so. Boah, nein, nein, nein. Weg. Okay. Okay, hier stehen. Windmühle, 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 Windmühle. So. Das war ein. Das war immer noch kein Angriff, Toaster. Wann lernst du es denn endlich, dass das kein dass das eine Heilung ist? Und kein Angreifen. Oh, ich bin kotzen. Warum muss die Tastenbelegung anders als bei Dark Souls sein? Das pisst mich richtig. Krass. Andu, Hure, bist tot. GG, GG. 2500, ja, das ist ja schon ungefähr so viel, wie ich verloren habe durch den Boss. Yay, das Dorf, yay, yay, okay. Boah. Das war schon ein bisschen schwerer. Aber nur ein bisschen. Ich hätte, wenn ich mit der Magie früher angefangen hätte,
Hätte es auch früher geschafft wahrscheinlich, aber. Ach, leck mich am Arsch. Ich bin genervt. Ich bin genervt. Ich bin definitiv genervt. Vor allem von der Tastenbelegung. Die Tastenbelegung macht mich so hart kaputt. Da kann das Spiel nichts für, aber sie macht mich kaputt. Die Tastenbelegung ist so. Ja. Vor allem, weil ich jetzt nur noch einen Red Shard habe. Oh Gott. Es ist definitiv nicht gut, nur einen Red Shard zu haben, glaube ich. Bin ich mir jedenfalls auch ziemlich sicher und so. Okay, da sind Leute noch oben. Da gehe ich jetzt mal hoch. Ah ja, ich weiß schon, wo ich bin. Hier ist die Abkürzung, die eine. Okay, schwarze Perle. Das ist sehr gut. Das ist tatsächlich sehr gut. Das ist quasi nochmal ein gerades Level up. Also hier bin ich. Quasi auf der anderen Seite vom Heiligtum, bla. Sehr schön. Also muss ich schon mal nicht laufen. Okay, der Weg war eigentlich sowieso nicht so lang, aber hey. Hier ist dunkel. Wie ging das mal so? Schön, schön, schön. Ich kann so eh nicht angreifen, oder? Aber ja, nein. Machen wir mal L1. Gut. Ich habe nicht gesagt, dass du die Fackel deswegen ausmachen sollst. Okay, da ist auch irgendwas. Da ist auch ein Schalter. Hier ist auch ein Schalter. Wie viele Schalter sind hier? Aha, bitte. Hallo. What the fuck bist du? Oh Gott, ich habe Angst. Greift er mich an? Oh, der greift mich an. Der greift mich definitiv an. Tschüss. Ich habe gar keinen Bock auf dich. Okay, hier gibt es auf jeden Fall gerade eine ganze Menge Wege. Ach du Scheiße. Hier geht's hoch. Da braucht ein Schalter. Und ein NPC. NPC. Hoi, vieles mehr. Gut getroffen. Rufen Sie mich an fern. Ich habe versteckt sich hier für einige Zeit. Sehen alle Schmuckstücke? Ich verlor einen kleinen Beutel der Erde. Ja, brauchen Back of Earth. Kann ich nicht. Nein. Schame. Ja, finde ich auch. Warhorn und Bundle von Salz. So, öffnen bitte. Oh shit, bin ich jetzt? Ich brauche keine Fackel, glaube ich. Egal. Okay, jetzt bin ich auch wieder. Oh Gott. Schleim! Oh nein, Schleim! Oh Gott. Okay, hier ist noch so ein Wald. Aber ist das schon ein anderer Wald? Weil da oben war ja auch noch ein Wald. Egal, wir gehen jetzt mal wieder zurück nach hier. Oh, da ist auch noch ein Gebiet unter mir, ne? Ach du heilige Scheiße, gibt es viele Wege jetzt gerade. Ich habe gerade. Hier geht's rum. Ja, ne? Wow. Okay. Ist hier noch was? Offene Tür, ja? Offene Tür. Hier geht's auch noch lange. Und hier geht's auch noch irgendwie hier drunter hin, ne? Ist wieder so ein Obelisk. Dings. Okay. Aber ich glaube, hier kann ich noch nicht weiter. Okay. Immerhin bin ich froh drüber eigentlich. Bin ich tatsächlich ziemlich froh drüber, dass ich hier noch nicht lang kann, weil sonst würde ich langsam durchdrehen. Weil ich habe jetzt ja auch noch vor dem Boss noch andere Wege gehabt, wo ich noch lang kann. Also in diesen Wald konnte ich ja noch gehen halt. Bloodflower Charm. Was ist das? Aha, aha. Oder war das hier unten? Nee, das war was anderes. Wie sieht das aus da? Aha. Erhöht die Angriffskraft. Oh! Ach, hier kann ich. Ah, okay. Okay, interessant. Also mehr Angriffskraft. Oh, mehr Angriffskraft will ich. Ist gut. Ist sehr schön. Ich mache gerne mehr Schaden. Oh Gott. Jump'n'Runs sind nicht unbedingt meine Stärke, okay? Okay, das solltet ihr mittlerweile wissen. Ich sag nur Craft 4. Ich weiß, da kann sich jetzt niemand dran erinnern. Niemand. Niemand. Einfach niemand. Ich glaube, sogar die Leute haben mich damals noch nicht mehr geguckt, als ich Craft 4 gespielt habe. Die meisten hier, die das hier sehen. Aber ich sag nur Craft 4. Jump'n'Run. Nein. Nicht schön. Oh Gott. Okay. Aber wie spät ist es? Ja, ich denke mal, dann beende ich jetzt den Part sogar schon. Ich hoffe, es ist nicht zu kurz. Hoffe ich wirklich. Aber ich auch noch ein bisschen leveln. Stimmt. So. 3 Level und die Perle, das heißt 4 Sachen kann ich verteilen. 4. Ja, fragt sich nur wohin. Ich denke mal, ich gehe weiter auf Magie. Weil Magie will ich ja eigentlich hauptsächlich machen, eigentlich. So, eigentlich halt, ne? Aber erstmal Endurance hier, komm. Ausdauer ist immer gut. So, das ist auch gut. Ist auch gut, komm, machen wir. Ich habe gar keine mehr, ne? Oh. Ach, das hat 2 verbraucht, klar. Das hier, ja. Okay. Ja, dann war's das für diesen Part, wie gesagt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann gucken wir mal, wo wir hingehen. Ich habe keine Ahnung. Es gibt viel zu viele Wege gerade. Lasst einen Kommentar da und Liebe und Yay. Ciao.